Dark Souls 2. Ah, ich weiß gar nicht, wie toll das ist, wenn man das sagen darf hier. Ja. Oh, ich könnte den Zweihänder benutzen. Oh, das ist eine fette Klinge. Bist du weg. Okay, sie verhält sich wie der Zweihänder in Dark Souls 1. Das ist gut. Aber der R2-Angriff ist anders. Das ist jetzt ein Stich. Ach, wir haben verschiedene, je nachdem, wo ich den Stick hinbewege. Das ist ja interessant. Hallo, mein Freund. Ah, zu kurz. Okay, das Schwert ist definitiv zu langsam. Beziehungsweise ich habe nicht genug Stamina dafür. Darf ich dich backstaben? Ja, das mit dem Backstab ist ein bisschen anders. Ihr bekommt nicht mehr so das direkte Feedback, dass du siehst, ah, er hat geklappt oder nicht. Die Kamera geht dann diesen komischen Modus über. Da muss ich mal direkt gucken, was die ganzen Items da machen. Das ist alles so seltsam. Was macht denn das was? Reverse Hollowing. Okay, schwarze Materie, die mir meinen Körper wiederherstellt. Nett. Nett, nett, nett. Ich mag ja so kryptische Sachen, ja? Ah, der mit seinen zwei Sicheln. Er macht mir schon wenig Angst. Ah, Backstab, wunderbar. Ach ja, das ist auch neu. Wir können jetzt Leute, die wir niedergerungen haben, am Boden angreifen, wenn sie liegen. Das ist praktisch. Ah, oh, das ist ein zweiter. Oh mein Gott, das sind zwei zu viel. Einer würde mir reichen. Welcher kommt jetzt? Ich hoffe, der Verwundete. Nein, natürlich kommt der Verwundete nicht. Der Frische kommt. Ah, oh, wie viel mir der abzieht. Wie hässlich die sind. Guckt euch die mal an. Das Kartoffelmonster aus dem Wald. Nein. Ah, shit. Und Backstab, jawoll. Dann springe ich dir ins Kreuz, mein Sohn. Wenn du dich umdrehen würdest, könnte ich mich heilen. Wobei, ich kann mich so auch heilen. Aber das Heilen dauert ganz schön lange, muss ich sagen. Haha! Da ist er tot. Und wir kommen wieder Lebenssteinchen. Ja, man könnte sagen, die Lebenssteinchen sind nichts anderes als das Heilkraut aus Demon's Souls. Nein, nein, du tötest mich jetzt nicht. Ah, jetzt dreht er sich um, ey. Das ist so ein Hund. So eine Sau ist das. Ich würde mich gerne heilen. Oh, der Flakko brauchte ewig. Also der Flakko halt deutlich schneller, braucht aber auch deutlich länger, bis wir ihn zum Munde führen. Was war das jetzt? Radiant Lives? Lifestar? Life Gem. Recovers HP. One rare occasion, one might find a life gem that emits a particular strong light. It seems the power of the power souls appear in even such a husk. Heilt der jetzt mehr oder stellt er meine Lebensenergie wieder komplett her? Das ist jetzt die Frage. Ach, das sieht so gut aus. Ich habe ein bisschen Angst hier allein im Wald.
definitiv gruselig. Da drin liegt was. Es gibt zwei Brücken. Moment. Ich möchte es da schon gern die Seele haben. Vorne liegt auch eine Seele. Da oben auch. Warum habe ich so das Gefühl, dass ich gleich wieder sterben werde? Sind das Gräber oder? Oder Häuser oder wie? Seele eines namenlosen Soldaten. Oh! Der sieht ja ranzig aus. Okay, da gibt es mehr davon. Bist du gerade durch die Gitterstäbe durchgegangen? Sehe ich das richtig? Prisoner's Waistcloth. Nee, seine Hüftschürze will ich nicht anziehen. Wer weiß, was der darin schon alles gemacht hat. Bah. Bah, bah, bah. Royal Dirk. Ach, die sitzen hier rum. Backstep. Wunderbar. Klappt echt gut, muss ich sagen. Ach, das sieht so gut aus. Ich will über die Hängebrücke gehen. Ja, wobei, wenn ich es mir überlege, werde ich wahrscheinlich sterben, wenn ich darüber gehe. Ah, da ist der Sichelprinz. Der hat mich aber noch nicht bemerkt, so wie es aussieht. Jetzt hat er mich bemerkt. Gut, dass ich nicht getroffen habe. Ah, shit, 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 shit. Ich brauche immer noch ein bisschen Restausdauer zum Wegspringen. Wunderbar. Zweihänder geht das gut. Radiant Life Gem. Schwarze Robe, schwarze Stiefel, schwarze Handschuhe, schwarze Hut. Und das Großschwert des Ritters. Da gucken wir doch mal, was das alles so ist. Sieht auf jeden Fall alles schlechter aus, meins. Ich finde das echt toll, dass sie jetzt endlich gelernt haben, Stoff zu machen. Das ist das komische Lendenschutz des Höhlenkriegers. Irgendwie sehe ich aus wie so ein Sith Lord. Ich weiß auch nicht. Aber es sieht cool aus. Definitiv geil. Straight Sword. Ultra Great Sword. Und ein Dagger habe ich auch. Schön, dass wir jetzt drei Waffen ausrüsten können, wenn wir wollen. Für rechte und linke Hand. Und wir können echt nicht mehr springen, wir können uns nur noch abrollen. So ein großes Gebiet, ey. Und das soll ich in der Beta schon managen. Oh mein Gott. Ah, irgendein Us habe ich aufgenommen. Hört ihr auf? Na, ah, ein Bogenschütze irgendwo. Man verliert auch pro Schlag nicht mehr so viel Lebensenergie wie in Dark Souls 1. Da kommen wir das nur so. Doch, wir verlieren immer noch so viel. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Gegner mehr Schläge ansetzen können, statt einen. Sprich, wir verlieren zwar im Gesamten noch so viel Energie, allerdings schlagen die viel, viel öfters zu. Und ich bekomme so viele Items, ich komme gar nicht mit dem Gucken. Irgendwelche Hosen.
Ich weiß gar nicht, ob ich die brauchen kann oder nicht. Ah, das sind sogar ein bisschen besser. Oh, das ist die Brücke, oder? Sieht zumindest irgendwie so aus. Life Gem. Wunderbar. Drin ist ein Hebel. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Ach, am besten noch diese Tür, glaube ich. Kommst du her? Größer kleiner Mann. Fällt einfach mal von der Decke runter. Okay, ich habe den Hebel gezogen und weiß nicht mal für was. Ich habe die Brücke runtergelassen. Das ist ja cool. Oh, Pfeil von der Seite. Oh, oh, oh. Junger Mann. Das ist nicht nett, was sie da tun. Die Rüstungen sehen so toll aus. Den ganzen Schnallen und dem Stoff. Also die haben sich echt ins Zeug gelegt für den zweiten Teil. Wunderschön. Mir gefällt die Beta jetzt schon so gut. Wie ist denn dann das fertige Spiel, bitte? Überall Blutspuren. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig. Auch die Haltung vom Charakter ist dermaßen cool. So entspannt und dann, wenn du gehst und läufst, dann passt es sich da an. Das ist schon cool gemacht. Warum ist dann Berg voll Leichen und eine dunkle Höhle daneben. Oh, Assassine. Oder Bandit oder weiß der Geier, was das sein soll. Life Gem, wunderbar. Kommt es mir nur so vor, dass sind die Charaktere vielleicht ein bisschen größer gerendert als wie in den anderen Spielen. Also wie in Demon's Souls und Co. Oder täuscht mich das? Ich glaube, es täuscht mich. Ist auch sehr schön jetzt bei diesem Steuerkreuzmenü, dass wir sehen, was das nächste Item ist, wenn ich nach unten drücke. Oder nach oben, wenn ich einen Zauber hätte, etc. etc. Ah, ah. Viel zu viele böse Buben. Jetzt bin ich am Zug, mein Freund. Ich fand das neue Heilsystem ganz gut, also definitiv. Dass du sagst, dass die Flakons für schwere Wunden, wenn du Zeit hast zu trinken, und du hast diese Life Gems für schnelle Benutzung. Also die Kombi aus Demon und Dark Souls. Okay, wir brauchen eine Fackel laut dieser Meldung. Lass mich hier raus. Haha, die coolen Nachrichten sind auch wieder hier. Okay, ich brauche eine Fackel. Habe aber keine. Bisschen gewöhnungsbedürftig, dass ich nicht mehr springen kann. Also diesen Dark Souls-Hopser. Wir können uns nur so bewegen wie in Demon's Souls. Na gut, muss ja nicht schlecht sein. Sei vorsichtig, starker Feind voraus. Die Frage ist, unten oder oben? War das der starke Feind, wirklich? Ist auch toll, dass der Wind mit der Kleidung spielt. Seht ihr das? Der Rock, der bewegt sich nach links. Das ist so göttlich. Das läuft nämlich auf Current-Gen-Hardware. Oh, Hinterhalt.
Ich meine, ich bin ja ein bisschen vorbereitet durch Demon's Souls und Dark Souls. Wie er rumspringt, das ist ein Zirkusclown. Okay. Taktik im Kampf spielt eine deutlich höhere Priorität als in den früheren Spielen. Hab ich zumindest so das Gefühl. Was ist denn der Bogenschütze? Ach, da hinterm Baum. Ey, die sieht man fast gar nicht. Das ist fies. Aber sterben muss er trotzdem. Mal wieder Banditenhosen. Was haben wir hier? Lifejam. Ich würde mir gern die Menüs besser angucken und sowas. Auch nachdem der Stresstest nur ein paar Stunden läuft, ist das nicht wirklich gegeben. Okay, da komme ich auf jeden Fall nicht rüber. Ich habe auch keine Fernkampfwaffe, glaube ich, oder? Nein, nur Nahkampfwaffe. Das ist blöd. Ich glaube, ich bleibe bei dem schwarzen Gewand. Da bin ich deutlich wendiger. Aber mir gefällt die Rüstung irgendwie besser. Ach, wisst ihr was? Ich nehme die Rüstung wieder. Wie schnell das geht von der Funktionsweise her. Wenn man da so Demon und Dark Souls kennt, wie umständlich das es da teilweise war, das Menü zu führen. Ist schon eine gute Steigerung. Da ist auf jeden Fall eine dunkle Höhle. Na, glitsch runter, danke. Ich habe über 6000 Seelen und irgendwo ist ein Bonfire. Holzpfeil. Das ist wieder so ein Bandit. Ja, es sind sogar mehrere Banditen. Au, 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 au. Wie viel langsamer ich gleich bin in dieser Rüstung. Jetzt hätte ich beinahe gesagt Gewand, aber das stimmt ja nicht. Okay, wir haben den Schlüssel gefunden. Und noch mehr Pfeile. Für was ist der Schlüssel? Skelett. Ah, sind das dieselben wie aus dem Grabmal der Riesen in Dark Souls? Die sehen mir irgendwie so vertraut aus. Gott, ich sollte hier nicht drin sein. Definitiv nicht. Ah, wie gut die Grafik aussieht. Und es ist dieselbe Engine. Der Hammer. Einfach nur der Hammer. Das ist verdammt gefährlich hier drin, das sage ich euch. Lifejam, Skelett. Die stehen aber nicht wieder auf, oder? Oh, ich glaube, die stehen wieder auf. Man sieht direkt, wenn er keine Ausdauer hat, dann muss er direkt nachschnaufen. Ah, da sind wir wieder hier. Okay. Oh, verdammt, die stehen doch wieder auf. Oh, nein, nein, nein. Auf Wiedertschüss, da gehe ich nicht nochmal rein. Dass ich erstmal wieder Distanz gewinnt zu diesen blöden Skeletten. Dass die wieder zurückgehen in die dunkle Höhle. Mir ist gerade aufgefallen, da ist noch eine Tür. Ah, dafür brauchen wir den Schlüssel und da ist das Bonfire.
Mensch? Das Problem ist jetzt, wenn ich daran raste, sind die ganzen Feinde wieder da, aber das ist egal. Ah, das Spiel ist so super. 1100 für ein Level Up. Was ist das? Dann müsste das Geschicklichkeit sein, diese Hand, oder? Ach, ich kann eh nachgucken. Warte mal. Wir haben Vigor, das ist für die Lebensenergie. Wir haben Endurance, die Ausdauer. Wir haben Vitality. Achso, Vitality ist jetzt Equipment Load und Vigor ist Lebensenergie. Okay, das haben sie aufgeteilt. Attunement ist für Zauber. Stärke ist klar. Geschicklichkeit, Resistance. Gegen Gift- und Blutungsschaden. Agilität. Wie schnell ich mich bewege. Das haben sie auch aufgeteilt. Okay. Das bestimmt jetzt den Wert des Ausweichens, Blockens und anderer Aktionen. Intelligenz. Und so haben wir hier Glaube. Agilität, das glaube ich wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich da ein paar Punkte investiere. Ob mir das auch in schwerer Rüstung hilft. Oh ja, wir sind um einiges flotter. Und wir rollen dann schnell ab. Ach, das ist ja cool. Das ist alles aufgeteilt jetzt in mehr Stats. Macht es aber ein bisschen umständlicher, beziehungsweise ihr müsst mir umdenken, aber es ist definitiv geil. Liebe Leute, wie es weitergeht im Dark Souls 2 Stresstest, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ich sage wie immer, stay tuned and so long.